Ist immer noch die Endschlacht? Nee, das ist ja jetzt, nachdem ich ja die vierte Episode jetzt durch habe, fange ich jetzt mit dem ersten Teil an. Also ich habe den ersten Teil für den GBA ausgegraben. Ah. Nicht wahr? Und da will ja auch. Also Advance Wars für alle, die nicht jeden Tag Giga gucken und das deswegen nicht wissen, fälschlicherweise. Ja, das ist ja sowas, ist ja toll. Also das gibt dir ja Profil. Der Colin Gables, der spielt wirklich, seit er das entdeckt hat, nur noch Advance Wars, aber auch komplett die ganze Sendung durch. Der ist völlig abwesend. Oh Gott! No battery! Die rote Lampe! Nein! Oh Gott, ich hab Angst. Wir müssen ein bisschen Strom umleiten. Ja, wir müssen schneller Feierabend machen. Das führt dazu, dass wir jetzt ein Notfallsignal senden, aber wirklich nicht ausschalten. Wir sind gleich wieder da, wir müssen nur kurz Starkstrom in den GBA leiten, damit die Schlacht nicht in Ermangelung an Energie verloren geht für Colin. Bis gleich. Ich bin gerade alleine unterwegs. Ach so, okay. Verdammt, jetzt lädt der nach! Da gehe ich drauf. Egal, dann gehen wir, würde ich mal sagen, gehen einfach vielleicht mal raus und versuchen ein Multiplayer-Match. Mhm. Denn auch das ist natürlich möglich und da muss man wirklich sagen, das ist ja eigentlich so die Stärke von Frontlines Fuel of War, dass man eben online zockt und laut Verpackung kann man das mit bis zu 32 Leuten oder insgesamt zu 32 Leuten auf... Verdammt, wir brauchen Kabel! Colin, Kabel! Ich kann nicht. Ich bin noch verkabelt. Ich bin Kabel. Wir brauchen ein Netzkabel. Mann! Gut, dass du mir mal hier so hilfst, Kollege. Schön, dass ich die faulste Sau der Welt. Du, Mann! So. Hast du ein Kabel drin? Jetzt habe ich ein Kabel drin. Du wolltest, dass es so ein Netzwerkkabel. Sag das doch gleich. Ja, einfach da sitzen ist auch gut. Ja, natürlich. So, wir verbinden mit Xbox Live.